Ein Drehmomentschlüssel wird verwendet, um Schrauben und Muttern mit einem korrekten Anzugsdrehmoment festzuziehen. Der Drehmomentschlüssel wird auch verwendet, um mehrere Muttern oder Schrauben mit dem gleichen Drehmoment anzuziehen. Außerdem wird verhindert, dass die Gewinde von Schrauben und Muttern beschädigt werden oder sogar der Kopf abreißt. Der Klick-Drehmomentschlüssel ist der am häufigsten verwendete Typ. Er ermöglicht es dem Benutzer, einen bestimmten Drehmomentwert einzustellen. Moog empfiehlt einen manuellen Drehmomentschlüssel und die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmomentwerte für den richtigen Einbau. Die Drehmomentwerte geben an, wie fest eine Mutter oder Schraube angezogen werden muss, um eine präzise und straffe Federungskonstruktion zu gewährleisten. Jeder Drehmomentwert wurde für die jeweiligen Schraubenabmessungen und deren Funktion durch den Entwickler und Hersteller der Aufhängung festgelegt. Wenn man ein Aufhängungsteil ersetzt, sollte man sicherstellen, dass man sich an die vom Hersteller festgelegten Drehmomentwerte hält. Luftschlagschrauber sind dafür nicht präzise genug. Der Drehmomentschlüssel funktioniert mit einer Kugel und einer Feder im Kopf des Schlüssels, die, sobald das voreingestellte Drehmoment erreicht ist, einen Klick auslösen. Ein Luftschlagschrauber kann diese Rückmeldung nicht geben. Dadurch ist das angezogene Drehmoment unbestimmt. Ziehen Sie die Schraube oder Mutter nicht weiter an, nachdem Sie den Klick gehört haben. Sie würden diese ansonsten überziehen. Beachten Sie, dass die Feder im Inneren des Drehmomentschlüssels ein kalibrierter Teil des Werkzeugs ist. Für die Lagerung ist es daher am besten, den Drehmomentschlüssel und somit die Feder zu entspannen. Dies trägt dazu bei, dass die Kalibrierung des Drehmomentschlüssels länger anhält. Ein Drehmomentschlüssel ermöglicht im Gegensatz zu einem Luftschlagschrauber eine höhere Genauigkeit beim Einbau von Moog-Teilen, indem er dem Mechaniker ein kontrolliertes Drehmoment zur Verfügung stellt. Schrauben und Muttern können sich abnutzen oder auch Rost ansetzen und sollten daher immer ersetzt werden. Außerdem sollten die Lagerbuchsen nur festgezogen werden, wenn sich das Fahrzeug am Boden befindet. Auch bei der Montage der Räder empfehlen wir, einen Drehmomentschlüssel anstelle eines Luftschlagschraubers zu verwenden.